Hola, amigos de la cocina española. Hallo, Freunde der spanischen Küche. Heute werden wir Brot mit Tomate, Pan con Tomate, zubereiten. Es ist ruckzuck fertig, kinderleicht in der Zubereitung, kostet fast nichts und schmeckt immer extrem lecker. Das einstige arme Leute essen, Pan con Tomate, zu Deutsch Brot mit Tomate, ist ein typisches Gericht der katalanischen bzw. der mallorquinischen Küche und ein Hochgenuss an die Geschmacksnerven. Obwohl es am verbreitetsten in Katalonien ist, kann man es in abgewandelter Form auch in anderen Regionen in Spanien vorfinden. Aber es ist lange noch nicht so verbreitet wie zum Beispiel die Paella oder die Tortilla de Patatas. Und hier erst einmal die Zutaten. Tomates maduros, sehr reife Tomaten. Pan, Brot, am besten ein Landbrot, Weißbrot, Ciabatta, Baguette. Aceite de oliva, Olivenöl. Un poquito de sal, etwas Salz. Y ajo, und Knoblauch. Traditionell wird Tomate über Brot gerieben, dann mit Salz bestreut und Olivenöl zugefügt. Dafür braucht man erst einmal reife, geschmackvolle, sehr rote Tomaten mit möglichst viel Fruchtfleisch. Normalerweise reicht eine halbe Tomate für eine Scheibe Brot. Die Zubereitung ist sehr einfach. Wir benutzen hier ein typisches Landbrot aus dieser Region. Der Einfachheit halber toasten wir es dann im Toaster. Geschmacklich besser wäre es aber zum Beispiel im Sommer beim Grillen im Garten, es auf den Holzkohlengrill zu rösten. Das Toasten ist auch nicht immer notwendig. Zum Beispiel kann man auch direkt ein frisches Baguette benutzen. Nun wird eine ungeschälte Knoblauchzehe in zwei Hälften zerteilt. Man nimmt eine Hälfte und zerreibt sie über das geröstete Brot. Natürlich bestimmt die zerriebene Menge die Intensität des Knoblauchgeschmacks. Also der Tipp an alle unsere Knofi-Fans: ganz kräftig reiben. Jetzt schneiden wir die Tomate in zwei Hälften. Ganz wichtig ist hier horizontal zu schneiden. Eine Tomatenhälfte wird nun möglichst so über das Brot zerrieben, dass nur noch die Schale in der Hand verbleibt. Wir streuen ein wenig Salz darüber und schließlich kommt dann das Olivenöl darüber. Diese Reihenfolge ist sehr wichtig. Würden wir das Öl vorher über das Brot geben, würde sich ein Ölfilm bilden und das Eindringen der Tomate, des Salzes bzw. des Knoblauchs beeinflussen und somit auch den endgültigen Geschmack. Nun, als kleiner Tipp zum Schluss benutzen wir die übrig gebliebene Tomatenschale und zerreiben damit gleichmäßig das Öl auf dem Brot. Und fertig ist schon unser Pan con Tomate. Im Falle, dass es keine hochwertigen, reifen Tomaten gibt oder man will zum Beispiel eine größere Menge des Brotes für zum Beispiel eine Party herstellen, zeigen wir euch hier noch eine andere Variante, die aber natürlich nicht den gleich intensiven Geschmack hat und auch ohne Knoblauch ist.
Wir reiben dafür die Tomaten über eine Reibe. Wir benutzen dafür aber die grobe Reibefläche, da wir ja das Fruchtfleisch verwenden wollen und nicht einen Tomatensaft. Das zerriebene Fruchtfleisch vermischen wir dann mit etwas Salz und Olivenöl. Und dann kann man es ganz einfach mit einem Löffel auf das Brot auftragen. Ja, fertig. Unser Pan con Tomate, diesmal ohne Knoblauch. Pan con Tomate kann man einfach so, wie es ist, ohne weitere Zutaten genießen. Oder mit Aufschnitt, Käse, Thunfisch, Sardellen und besonders gern hier in Spanien mit dem Jamón Ibérico, dem spanischen Schinken. Wir wollen auch nicht vergessen, dass es wunderbar schmeckt mit Aioli und Tortilla de Patatas. Beide Gerichte findet ihr hier bei uns auf dem Kochkanal. Hasta pronto! Hasta pronto!